da! Sesam, öffne dich. Ah, ich wäre wahrscheinlich gar nicht weitergekommen ohne die Generator. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Naja, wollen wir mal sehen. Absperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Na, ich glaube, ich hätte sie vielleicht eher fragen sollen, was sie denkt. Aber... naja. Hast du das gehört? Da war... irgendwas. Ja. Es verspricht, interessant zu werden. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf! Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! Okay. Wir werden also verfolgt. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Ich würde halt mal so gar nicht einfach in die Mine gehen, wenn ich nicht weiß, was, wie stabil das Ding ist. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja. Den habe ich versaut. Oh Gott, dich jetzt gerade voll erwischt. Danke. Die Zähne sind noch drin. Das ist gut. Ja. Ja. Okay. Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Jetzt hier hoch, ich will mal kurz gucken, was am anderen Ende ist. Oh je, noch so ein Ding.
Heißt es? Glückstotem. Mal schauen, wann das erste Mal was passiert. Denn nicht vergessen, es ist eigentlich eine Art Horrorspiel. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Wer wohl hier war? Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Tja, ich glaube, das wollen wir eigentlich gar nicht herausfinden. Deshalb geht von man nicht einfach in irgendwelche Dinge. Halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ihr hättet auch gar nicht aus hier rein sollen. Aber nein. Ihr wollt ja alle unbedingt sterben. Da geht's raus. Das hört man schon. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja, mal kurz gucken, was hier ist. Hier müsste eigentlich der Weg sein, der ja kaputt ist. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Und da ist was. Natürlich finde ich noch so ein Ding. Alter, liegen die überall rum. Verlusttoten. Na komm, verpiss dich mal, damit ich hier durchlatschen kann. Was haben wir denn da? Okay, das ist nix. Cabin. Da haben wir sie ja. Gleich irgendwo hier oben. Irgendwo. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln-Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Du bist auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. Irgendwas war da gerade. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Nein, seid ihr nicht. Möglich. Hey,
Hey, Jazz? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Bären. Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Dumme Idee. Bären lassen sich nicht streichen. Also zumindest nicht mal eben so. Blackwood Pines, Gebirgsbewohner. Mackenzie Wolf, Canis Lupus Occidentalis oder sowas ähnliches. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly Bear, Ursus Arctos Horribilis. Alter, lateinische Namen. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle. Weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountains Wapiti. Cervus canadensis nelsoni. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen. Was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Tja, wisst ihr Bescheid. Also, wo geht's da lang? Da geht's zur Cabin. Dann will ich mal kurz gucken, was da hinten lang ist. Okay, da ist gar nichts mehr. Gut, dann auf geht's. Die Steuerung ist manchmal noch ein bisschen doof, dass man da halt jeden Handgriff davon selber machen muss. Aber ich denke, das wird später dann eben zur Spannung auch nochmal beitragen, dass man das halt eben alles selber machen muss. Guck mal da. Vorsicht, Spatzenhirn! Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hat mich erschreckt. So. Wollen wir mal sehen. Kevin. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Geht los. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja,
Ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Okay, dann geht's jetzt mit ihr weiter. Ich denke mal, sich gründlich umzuschauen wird hier sehr hilfreich sein. Sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Ja, das bedeutet, dass ich nicht selber nach dem Boiler suchen muss. Alter, jetzt ist ja immer noch so dunkel. Habt ihr ja kein Licht. Check, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein... traumatisches Erlebnis und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Hat er wohl recht. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Naja, werden wir bestimmt haben. Langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Mhm. Wirklich? Alter, was für ein Riesengebäude. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist... definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein.
Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, kannst du mal halten? Das kann ich. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Nicht bewegen. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Oh, verdammt. Schon okay, jetzt. Versuch's nochmal. Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht an ist. Okay, ich krieg das jetzt hin. Klar. Na, mal schauen, ob wir es wirklich hinkriegen. Super. Okay. High five. Oh, fuck. Das ging jetzt ein bisschen verdammt schnell. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Bitte lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Okay, dein Punkt. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Ich gehe mal nachsehen. Was? Wieso? Was hast du denn, Angsthase? Nein, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Okay, wie Sie wünschen, Madam. Oh, komm schon! Wieso ist die Abwehr?
reinkommt! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Boom! Ich hab dich erwischt! Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Furcht vor dem Übernatürlichen. Geister, Gespenster und andere unfassbare Mächte jenseits des Schleiers. Hast du auch diese Furcht? Welche Furcht? Also wenn es Geister und Übernatürliches ist, dann nö. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Ich fühle Hass. Sag mal Mitleid. Okay, also Sam hat Angst vor dem Übernatürlichen. Tut sie dir deshalb leid? Ein bisschen. Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Okay. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Der ist hart. Loyalität, Ehrlichkeit. Beides sehr wichtig. Ich würde einfach mal so weit gehen und sagen, wir gehen mal nach Ehrlichkeit. Ist vielleicht sogar was ein bisschen wichtiger. Allerdings halt im begrenzten Maße auch. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Verzeihung. Naja, müde sein ist okay. Nächstenliebe oder Ehrlichkeit? Ich glaube eher Ehrlichkeit in diesem Fall. Wobei? Nächstenliebe ist eigentlich ganz okay dabei. Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön.
Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Und damit werde ich die Aufnahme erstmal beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.